Peke, sehr gut. Ja, jetzt haben wir diese Woche hinter uns mit den vielen Spielen. Würdest du, wenn du einen Strich drunter machst, sagen, ihr seid zufrieden mit dem, was da so passiert ist? Ja, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Ausgang. Wir haben 3 Spiele gewonnen, 1 unentschieden. Heute hatten wir extrem viele angeschlagene Spieler. Deswegen war das heute einfach ein Spiel des Willens. Also wer das Spiel mehr gewinnen will, der gewinnt es auch. Und ich glaube, das haben wir heute gezeigt und haben auch dank euch ein tolles Spiel gemacht. Das Hinspiel hatten wir ja verloren. Was war jetzt heute anders? Ja, wir sind direkt von Anfang an sind wir in unser Spiel gekommen. Wir konnten gut in Abwehr stehen. Abwehr hat gut gehalten. Dadurch konnten wir wieder die erste und zweite Welle wieder vorantreiben. Und das macht es enorm leichter, wenn man nicht so im Zugzwang ist, wie jeden Angriff ein Tor werfen zu müssen. Die Ausgangsposition für die Liga ist ja so, wie sie besser fast nicht sein könnte, oder? Natürlich ärgert uns das Hinspiel noch, dass wir unnötigerweise verloren haben, aber ansonsten haben wir uns kaum eine Blöße gegeben. Wir sind voll im Plan und wir hoffen, dass wir bis zum Ende durchziehen können. Wie bitter ist es jetzt, sage ich jetzt mal, auch für euch Spieler, dass das jetzt ja, so ein bisschen auf eurem Rücken ausgetragen wird, diese Terminschmach zwischen EHF und Champions League und sonst was? Ja gut, wir Spieler sind diejenigen, die am wenigsten was dran ändern können. Das war ein eindeutiger Fehler von der HBL und von der EHF. Beide Seiten wussten um die Spiele. Ich glaube, man hat so ein Stück weit darauf gehofft, dass wir auf dem THW treffen, dass sich diese Problematik alleine löst. Jetzt ist es anders gekommen und ja, jetzt sind wir die Leidtragenden daran. Die zweite Mannschaft wird nach Kielce fahren und dieses Spiel spielen. Bekommen die von euch dann nochmal so ein Extra-Training? Vielleicht von Nico, ich weiß es nicht. Okay, Dankeschön, unser Rewe-Spieler des Tages, Hendrik Pekeler.